Jo, an diesem Platz war ich gestern, oder war ich bis jetzt. Hier ist irgendwie bald Großhaus los, die beiden Hütten waren belegt. Da war auch noch ein Zelt und ich habe mein Rad da noch zusammengebaut mit Umständen. Habe heute Morgen noch mal ein paar Sachen erneut. Habe jetzt das Solarpanel anders gemacht und zwar habe ich die jetzt beide nebeneinander hinten drauf, weil das vorne, ja, ich dachte, denke mir, das ist so besser, mal gucken. Und ich habe das Zelt stehen gehabt und habe jetzt mit mir zusammengepackt. Das Wetter ist doch echt schön. Mein Rad ist umgefallen und es geht jetzt einmal los nach Göteborg. Ja, ich fühle mich wieder super, super vitalisiert. Es ist echt schön warm hier, viel wärmer als im Norden. Und wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, dann beiß hinein. Spaß beiseite. Ja, es geht jetzt weiter. Jo, das ist dieser Ort. Wir schauen uns auf der Karte eben nochmal an, wo das liegt. Und zwar befindet sich das hier, also es sind so in etwa 10 Kilometer bis Göteborg. Ihr könnt das, nehme ich schon auf? Ja, ich nehme schon auf. Genau, an so einem See hier oben dachte ich mir, ist das ganz nett, weil dann habe ich es nicht so weit in die Stadt. Und es war auch mit Hütte eingezeichnet, da dachte ich mir, okay, war jetzt belegt, aber egal. Jo, und jetzt geht es erstmal hier runter Richtung Stadt. Dann schauen wir uns die Stadt ein bisschen an. Mir wurden die Inseln empfohlen. Ich weiß nicht, ob ich da eine Fähre finde und ob das passt. Ich guck mal. Vielleicht fahren wir ja sogar auf die Inseln. Mal gucken. Und es geht jetzt als nächstes so langsam Richtung Süden. Und ich habe mir schon eine Route ausgesucht, wo es dann komplett weitergeht. Also die Reise ist noch lange nicht vorbei. Ich habe nur ein bisschen umgeplant. Also auf die Abfahrt freue ich mich jetzt schon. Die wird richtig spaßig. Ja. Hammer. Ich wünschte, ich könnte es euch zeigen, wie spaßig es wird. Und da kommen wir. Und hier geht's runter. Das ist ein richtig schönes Landgebiet. Wasser ist alle. Was mache ich? Ich bin in Schweden. Ihr könnt ganz einfach zu einer Tankstelle gehen und zwar gibt es ganz oft solche Serviceplätze und dort sieht es so aus, da ist dann meistens, wo ist hier ein Wasserhahn? Das ist kein Wasserhahn, hier muss ein Wasserhahn sein, hier ist ein Wasserhahn, genau, hier ist ein Wasserhahn, hier oben, ist immer ein bisschen versteckt, den dreht ihr auf und wichtig ist eigentlich nur, dass ihr mit dem ein bisschen laufen lasst. Weil das natürlich wie irgendwie ist, wenn ihr zu Hause seid und morgens den Wasserhahn anmacht. Das heißt, ihr macht morgens den Wasserhahn an und dann muss immer das alte Wasser rauskommen. Das heißt, stellen wir einen Eimer drunter und lassen ihn erstmal volllaufen. In den meisten Fällen. Drehen wir das ein bisschen runter und können uns ganz einfach unsere Flasche füllen. Mein Trinkwasser ist es und wenn ihr in einem europäischen Land seid, wo man das Trinkwasser trinken könnt, dann könnt ihr das auch trinken. Super. Bevor es in die Innenstadt geht, war ich eben mal beim ICA Supermarkt und habe mir zweimal Tomatenpap geholt. Langsam geht es Richtung Zentrum. Ihr habt nur so einen Roller gesehen, die kann man hier in ganz Schweden in großen Städten irgendwie ausleihen und kann den, glaube ich, einfach irgendwo stehen lassen, wenn sie leer sind. Immer weiter Richtung Innenstadt. Ich muss sagen, hier unten ist das Klima so anders. Es ist richtig schwül heute und es ist, also für mich ist es richtig angenehm, diese Wärme, diese schwüle Wärme. Es ist bewölkt und ich mag das, wenn es so richtig schön warm ist und man schwitzt so ein bisschen, kann viel trinken. Ja. Es geht jetzt weiter Richtung Innenstadt und dann gucken wir mal, was da so Schönes gibt. Ein bisschen in der Innenstadt angekommen. Bis jetzt habe ich hier noch keine große Sehenswürdigkeit gesehen, sondern die Stadt ist eher alte, heute so ultra voll. So viel los. Und es ist heute Mittwoch. Ja, hier scheint so eine Markthalle zu sein in der Innenstadt direkt. Das erklärt auch die ganzen Restaurants und Stände daneben, wo man was essen kann. Und
hier haben wir mal die Domkirche, die Karl Gustav Domkirche, in einem total anderen Stil gebaut. Und zwar mit Backsteinen. Auch mal sehr neu. Jetzt geht's langsam Richtung Ufer. Mit Ufer meine ich Nordsee bzw. diesen Teil zwischen Dänemark und Schweden. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Die Stadt ist einfach nur mega groß. Ich folge jetzt den Svirigeläden aus der Stadt hinaus. Mal nochmal, es ist eine riesen fette Megacity. Das ist so ein bisschen Park Area. Ein paar Leute chillen. Direkt neben der Stadt schon gehen. Hier ist außerdem alles ausgeschildert. Da vorne seht ihr schon, kommt das Schild. Und ich bin jetzt von da, wo ich heute Morgen gestartet bin, noch über diese Schilder in die Innenstadt gefahren. Und da lässt sich echt gut fahren. Also ist alles relativ gut ausgeschildert. Und man braucht nur folgen. Und hier wieder der Svirigeläden. Den Svirigeläden könnt ihr euch außerdem auch, ich habe da mal so ein Video, glaube ich, schon zugemacht, über so eine Seite runterladen als GPX-Server, die Way Market Trails. Und dann seht ihr, wo der in ganz Schweden lang verläuft. Der teilt sich auch oft mit dem Blenkung. Der teilt sich auch ganz oft mit dem Küstenläden, den Weg. Und wow, hier ist aber schön. Was für ein schöner Ausblick. Ja, und dann könnt ihr teilweise auf dem Svirigeläden fahren oder auch auf dem Küstläden fahren. Teilweise laufen die auch nebeneinander, also so ein paar Kilometer nur entfernt. Und hier ist alles schön grün. Ah, ist richtig herrlich. Schöner Tag heute. Und nach über, I don't know, 3 Wochen oder so, bin ich an der Nordsee. Uhu! Ja, cool. Hier geht es jetzt erstmal runter Richtung Süden weiter. Leichte laue Brise weht. Schöne Wege. Ich kann euch nur sagen, dieser Weg hier ist fantastisch. Der führt zu 90% so auf solchen Wegen hier lang, die sich so mitten durch die Natur schlängeln oder direkt an der Küste entlang. Es sind relativ wenig Straßen dabei und wenn es durch ein Wohnungsgebiet irgendwie durchgeht, dann ist es auch sehr, sehr selten, dass es irgendwie von großen Straßen überschnitten wird. Also es ist größtenteils einfach immer wie hier, so richtig schön fett durch die schöne Natur. Ich bin jetzt auf dem Cattle Geth, so glaube ich, so heißt der, Läden. Der führt in dem Fall in Tuknäa an der Küste vorbei. Und ich finde ihn auch ein bisschen schöner, weil der führt so zwischen Golfplätzen vorbei und vorbei an Reitplätzen. Und das ist ja alles so ein Golfgebiet. Es gibt so viele Golfplätze in dieser Gegend hier. Ja, und es ist echt recht schön, so kleinen Wegen lang zu fahren. Geht wieder etwas Richtung landeinwärts. Ich habe mir schon eine wunderschöne Hütte am See ausgesucht, wo ich ein bisschen baden kann. Und es sind noch so 10 Kilometer.
letzten Meter sind jetzt hier einen Wanderweg Heiland zu legen oder sowas. Und es macht Spaß, hier lang zu fahren. Allerdings merke ich wieder viel zu viel Gewicht. Also die Strecke ist richtig schön zu fahren, aber wenn es ein bisschen bergauf geht wieder vorne, dann merke ich deutlich das Gewicht, dass ich da irgendwas machen muss. Und dann kann man hier auch richtig schön lang heizen, ein bisschen weniger Gewicht. Jo, und jetzt geht's gleich zur Hütte. So noch ein paar hundert Meter. Und wir sind angekommen. Da oben ist noch ein anderes Zelt, dahinter. Kann man so ein bisschen erkennen. Und ja, hier ist ein bisschen was los, mehr im Süden. Hier sind auch ein paar Kanus. Und ich gehe jetzt erstmal schön. Ich habe schon ein bisschen aufgebaut. Und ich gehe jetzt mal richtig schön ins Wasser, eine Runde schwimmen. Hier im Vergleich zum anderen See, aber das ist natürlich klar. Das Wasser richtig, richtig angenehm, schön warm und mega klar. Also man kann hier super mega weit sehen und unter Wasser richtig gut tauchen. Herrlich, großer See und doch echt schön warm. Ja, haltet euch fest. Also ich habe Zwiebeln und ein bisschen Sellerie noch übrig. Ich habe leider kein Fett mehr. Das heißt, ich muss das Ganze so ein bisschen anbraten und dann mit Wasser irgendwie anbraten. Das kann man auch kunden. Tada, Polenta. Sogar aus Italien, das heißt gentechnikfrei. Habe ich natürlich sofort gekauft. 1 Kilo, recht günstig. Und dachte mir so, boah, wie geil, nach 3 Wochen so in etwa, endlich mal wieder Polenta essen. Ist das nicht der Hit? Tja. Und jetzt werde ich hier noch ein bisschen das Ganze anbraten. Ablöschen mit Wasser. Und tada, fertig ist die Polenta. Mit etwas Tomatensauce über den großen Zeh.